Willkommen. In diesem Video geht es um die wichtigsten Merkmale des Begriffs der Bildung von John Dewey. Dazu lernen Sie die Hintergründe von Deweys Bildungsverständnis kennen. Das Wort Bildung findet sich in der Sprache Deweys nicht. Bildung könnte übersetzt werden als being well educated. Die Bezeichnung Philosophy of Education für Bildungstheorie, die sich auch im Titel von Deweys Hauptwerk wiederfindet, ist im angloamerikanischen Raum gängig. Entsprechend trägt auch Deweys pädagogisches Hauptwerk den Namen Democracy and Education mit dem Untertitel An Introduction to the Philosophy of Education. In Deweys Überlegungen steht das Individuum, das in der demokratischen Gemeinschaft eingegliedert ist, im Mittelpunkt. Hauptaugenmerk dabei ist für ihn die Überwindung von feudalen Autoritäten und unerreichbaren Utopien oder Herrschaften. Er plädiert gegen jede Art von Fundamentalismus und für die Entfaltung des Individuums in einer demokratischen Gesellschaft. Bildung soll also beim Individuum selbst ansetzen. Dazu Dewey: Demokratie bringt unausweichlich zunehmend Respekt für das Individuum als Individuum mit sich. Mehr Gelegenheit für Freiheit, Unabhängigkeit und Initiative im Verhalten wie im Denken. Korrespondierend damit steht eine erhöhte Anforderung nach fraterneller Anerkennung sowie nach selbst auferlegter und freiwillig getragener Verantwortung. Soweit Dewey. Das Eigenrecht des Einzelnen rückt in den Mittelpunkt und nicht die sich aus Prinzipien und Dogmen entwickelnden Menschenbilder. Dewey verweigert dabei jegliche allgemeine Idee des Subjekts sowie die allgemeinen universalen Vorstellungen eines Staates oder einer Gesellschaft. Diese Kernpunkte von Deweys Verständnis von Bildung sind auch im Zusammenhang mit der damaligen amerikanischen Gesellschaft zu sehen. Die Selbstverantwortung und Eigenständigkeit des Individuums hatten einen anderen Stellenwert als in der europäischen Gesellschaft. Zu Deweys Zeiten wurden Schulen vom Staat selbst finanziert, was Bürgerinnen und Bürger einschränkte, sich selbst zu bestimmen. Solche Einschränkungen, die mit der Verpflichtung zu Steuerzahlungen, die Dritten zugutekommen können, einhergeht, werden in den USA auch heute noch schnell als kommunistische Idee gekennzeichnet. Dies steht der Idee der Freiheit des Einzelnen, wie auch im kapitalistischen Modell im Mittelpunkt steht, entgegen. Da zu Lebzeiten Deweys in Erziehungstheorien entweder autoritär-feudale oder unerreichbare Utopien vertreten wurden, entwickelte er eine eigene Erziehungstheorie, in der die Demokratie als Lebensform stark gemacht wird und in den Mittelpunkt rückt. Man kann aber hier nicht von einem Bildungsideal im Sinne Deweys sprechen, da sich dies widersprechen würde, weil er jegliche Ideale ablehnte. Man könnte eher von einer sogenannten Bildungsaufgabe sprechen. Dies würde insofern geltend gemacht werden, als man im Sinne einer lebenslangen Aufgabe durch fortwährende Anpassung in einer gegebenen Gesellschaft lebt. Bildung ist damit nicht etwas, das man erreichen kann, sondern wird als lebenslange Aufgabe gedacht. An dieser Stelle werden Deweys religiöse Wurzeln sichtbar, da in seinem Denken nicht nur ein Bezug zur Evolutionstheorie besteht, sondern auch eine Orientierung am Schicksal der menschlichen Gemeinschaft. Im Mittelpunkt von Deweys Überlegungen stehen die Konzepte der Participation und des Flexible Adjustment, also der Beteiligung und der Möglichkeit zur Beteiligung an der Gemeinschaft und der Anpassung an die Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen hier also weder der Staat noch die Nützlichkeit des Einzelnen. Deweys Hauptaugenmerk liegt also nicht auf der Erziehung des Menschen, sondern auf der Teilhabe des Einzelnen an der Gemeinschaft. Der Gedanke der Demokratie steht dabei für die fortwährende Differenzierung von Mensch und Gesellschaft. Bei Dewey werden aber auch gesellschaftliche Institutionen als solche immer als sich ständig weiterentwickelnde Institutionen gedacht. An dieser Stelle wird auch eine wechselseitige Anpassung von Individuum und Gemeinschaft deutlich. Für Deweys Bildungsgedanken ist die Demokratie entscheidend. Dabei stehen in seiner Theorie das Individuum und die Gesellschaft in ständiger Wechselwirkung und Beziehung zueinander. Dies wird durch den Aspekt der Teilhabe deutlich. Dewey stellt sich also gegen feudale Autoritäten und unerreichbare Utopien. Im Mittelpunkt stehen dabei die Begriffe Participation und Adjustment, die für die gegenseitige Beeinflussung und Teilhabe von Individuen an Gesellschaften und somit der immerwährenden Weiterentwicklung stehen. Zusammenfassend rückt Dewey die Demokratie als Lebensform in den Mittelpunkt. Dabei entsteht eine gegenseitige Wirkung und Beeinflussung von Individuen und Gesellschaft. Dies soll mit brüderlicher Akzeptanz und Gemeinschaftssinn möglich werden. Bildung ist für Dewey kein Begriff,
wohin und zu etwas Individuen erzogen werden sollen, sondern ein Prozess, der jedem Individuum ein ganzes Leben lang widerfährt.